Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von, jetzt wollte ich schon sagen, der Hobbit. Aber das wäre absolut falsch, denn wir befinden uns in Deponia. Auf Deponia. Und wir müssen jetzt in den Sprengturm. Und um das zu schaffen, müssen wir, wenn ich das wüsste, die Transporter benutzen, oder? Kann das sein? Wir haben ja sonst nichts mehr. Das hat der Doc uns ja erzählt. Hier müssen wir hin zum Sprengturm. Hier haben wir gar nichts mehr. Das ist eine Fliege. Schön. Ah. Hallo? Mit dem kann ich nicht sprechen. Okay, ich kann nichts machen. Kann ich hier wieder zurück? Oder muss ich den anderen wieder zurücknehmen? Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Aber wo ist jetzt das Schnabeltier? Das ist jetzt die Frage. Kann ich jetzt hier wieder? Jetzt habe ich ja kein Tier drin. Jetzt dürfte ich mich nicht verwandeln, oder? Und müsste dann sprechen können. Oh ja. Hoch. Die Rebellen. Janusz, was los? Na, wie sieht's aus an der Front? Uwusch, endlich! Schnapp dir eine Waffe und hilf uns! Wir sind gnadenlos in der Unterschale. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber. Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Ja, was wollen die denn jetzt von mir? Ah, hier. Brauche ich doch die Fliege? Der Organon ist in der Überzahl. Ja, solange diese Trottel Kanonenfutter spielen, habe ich vielleicht eine Chance, mich vorbeizuschleichen. Du weißt schon, dass wir jedes Wort hören können, oder? Nicht reden, Soldat. Kämpfen. Nee, da komme ich auch wieder hier hin. Jetzt ist sogar der Frosch weg. Was passiert denn, wenn ich jetzt die Kapsel nehme? Geht nicht? Kommst du da hoch? Aua, hier ist eine Luke. Ich meine. Nee, jetzt ist ja auch wieder das Schnabeltier da. Och Mann. Aber was wollen die denn? Was soll ich denn machen? Jetzt ist der Frosch auch wieder weg. Also, wenn ich die nehme, dann hier wegfliege. Dann ist das Schnabeltier schon mal weg. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich den Frosch weg? So, wenn ich jetzt den Frosch nehme, müsste ich mich doch als Frosch verwandeln, oder? Das ist richtig, da komme ich aber nicht raus.
nutze ich das. Oh, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Ja, die Frage ist, wie komme ich mit dem Frosch da raus? Wenn ich mich jetzt hiermit zurückteleportiere, passiert ja nichts. Dann ist der Frosch nämlich hier. So, und jetzt habe ich nur noch die Fliege. Genau, jetzt bin ich die Fliege. Und vollkommen falsch. Und hier kann ich ja nicht rein. So nach dem Motto, das ist keine gute Idee. Schnabeltier ist jetzt komplett verschwunden. Keine Ahnung, wo das ist. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Astrein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Was zittert der denn so? Was sind das für komische... Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm. Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Cool. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Warum hat er denn jetzt so einen Zittrigen hier? Wo ist Bozo? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng. Da komme ich doch aber nicht hin. Ich finde schon... Ich probiere... Ich würde... Aber dadurch... Ich hasse... Danke, Doc. Jetzt ist Schluss, Doc. Da haben wir jetzt keine Zeit für. Nabeltier ist hier, der Frosch ist da oben. Jetzt bin ich der Frosch auf einmal. Kann ich jetzt hier hin? Nee. Aber was haben die denn vor? Ich verstehe es nicht. Wenn ich jetzt hier mich durchporte. Oh nee, da ist das Schnabeltier. Da war das Schnabeltier. Was? Hä? Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, das frage ich mich gerade auch. Das sieht fast aus wie das verloren gegangene Ende von diesem Spiel mit der quäkigen Hauptrolle. Gut, dass sie das rausgenommen haben. Nach diesem Ende hätte wohl kein Mensch nach einer Fortsetzung gefragt. Zumindest nach keiner so coolen wie der hier. Ich weiß nicht, was er möchte. Oder frisst das Schnabeltier den Frosch? Was funktioniert denn nicht? Ich verwandle mich ja in keins. Go, go. Rufus, Gummiarm. Ach, da kommst du gar nicht hin. Ja. Jungs, was los? Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Jetzt wird's ganz. So,
So, jetzt sind alle weg. Ach, kann ich jetzt nach oben? Da sind sie ja oh, endlich. Sag das ich doch. Drauf und dann, ohne sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen. Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen. Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Insgeheim steht sie immer noch auf mich. Naja, klar. Rufus, das läuft richtig gut. Argus will jeden Moment aufbrechen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, aber da komme ich doch wieder ganz normal raus. Klitus. Nee. Klitus. Klitus, was macht er denn da? Bombenkontrollen, cha-cha-cha. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen. Na, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich an den Bo, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Dieser Bo, dieser Bi, dieser Ba, dieser Bu. Rufus got the groove, yeah. Aber halt, dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. Das ist richtig und das machen wir auch. Adonna ist out of order. Da ist Donners Fernbedienung. Und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Golds Fernbedienung fehlt leider. Sie muss sie noch bei sich haben. Die Datasetten haben ganz schön gelitten. Aber nicht so sehr, wie Kletes leiden wird. Hm? Kein Bild, kein Ton. Ein Bild, kein Ton. Ich komme schon. Muss ich die Dataset da reinpacken? Oh, hey. Psst, nicht so laut. Hey. Wir haben ein Problem. Naja, also zwei. Einhalb. Eigentlich drei. Ich habe lange nicht mehr nachgezählt. Was ist denn los? Siehst du diesen Klitus da hinten? Nur verschwommen. Irgendwas ist mit meinen Augen. Huch. Oh, guck mal, Rufus. Ich bin Donner. Ich weiß. Verfüttert ihn an die Haie. Sehr schön. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Klar, leg los. Klitus ist drauf und dran, mit Lady Goal nach Elysium zu verschwinden. Und jetzt fummelt er auch noch an den Bombenkontrollen. Ich glaube, er will die deponianische Bevölkerung ausrotten. Dann gäbe es nämlich keinen Grund mehr, Deponia zu verschonen. Boah, fies. Ich kann es kaum glauben. Wir müssen Lady Goal davon erzählen. Könnte schwierig werden, sie zu überzeugen. Probieren geht über Sinieren. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Dann läuft's richtig gut. Vielleicht sollte ich ja besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Darum ist Klitus der Gute und Rufus eben nur... Na, Ladies? Rufus, was tust du hier? Ich weiß, du hast mich vermisst.
einiges durcheinander bekommen. Lady Goal hat mir gerade erklärt, warum man dir nicht trauen kann. Was? Aber du solltest doch Lady Goal umstimmen, nicht umgekehrt. Ach ja. Das war dein Plan? Ich würde ja sagen, lass dir etwas Besseres einfallen. Aber am Ende verstehst du das noch als Aufforderung. Tu ich auch. Nicht streiten. Keine Sorge, Baby. Lady Goal ist kurz davor, ihren Irrtum einzusehen. Ich habe meinen Irrtum eingesehen. Du bist der Irrtum. Und auch Baby Goal ist nicht ganz so naiv, wie du glaubst. Ja, ja. Aber Nanu, ist das etwa ein lustiger Schmetterling da drinnen? Ein Schmetterling? Hui. Wir sind wirklich alle mittelrecht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgoal. Meiner ist es nicht. Hör mir doch erstmal zu. Warum sollte ich? Du hörst mir ja auch nicht zu. Ich gehe mit Cletus. Sei froh, dass ich dir nicht den Organon auf den Hals hetze. Ich gebe dir 3 Sekunden, um von hier zu verschwinden. Sieh es als Abschiedsgeschenk. Aber Goal... 1, 2... Cletus nützt dich nur aus und wenn du von oben auf meinen brennenden Kadaver hinabschaust, wirst du einiges von dem, was du gesagt hast, sehr bereuen. So. So. Und nun? Und nun müssen wir erstmal wieder... Was war das? Ich dachte, hier wäre irgendwas. Ist? Ganz leise. Verdammt. Abgeschlossen. Wie soll ich ihn denn nun mutig von hinten erledigen? Ich mache vorne? Lieber nicht auf mich aufmerksam. Noch nicht. Haben wir hier noch was drin? Haben wir was vergessen? Goals Fernbedienung fehlt. Nee. Die muss ich noch bei sich haben. Okay, dann müssen wir mal umschalten. Geht das jetzt? Nein. Doch. Oh. Langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's eine Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Cletus hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser Miese. Und wo ist Donner Goal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donner Goal. Du! Lady Goal hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Cletus ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Oh, ob das gut geht? Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Oh oh. Vielleicht sollte ich ja besser nachgehen. Wahrscheinlich muss ich da auch wieder so eine Abwechslungsgeschichte machen. Baby Goal, dann sie, dann wir Baby. Wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt. Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter? Ladies, Ladies. Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. Rufus, ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Wir sind wirklich alle mittelrecht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgoal. Meiner ist es nicht. Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und... mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja, da war ja was. So, wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach zu urteilen in einer Jauchegrube. Was? Na, warte! Das machen die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus. Wie kann man nur so lange Selbstgespräche führen? Schon irgendwie gestört? Gestört. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, bevor er... Cletus? Wo ist er hin? Thank you.